Wrestling. Das bedeutet natürlich große Show fürs Publikum. Das weiß auch der US-amerikanische Wrestler Masada. Also wollte er in der Extreme Pro Wrestling Liga, ausgestattet mit einem Fackelstab und Alkohol, einen atemberaubenden Feuerball in Richtung seines Gegners spucken. Doch diese Aktion ging wortwörtlich nach hinten los. Aufregend war der kurzzeitig brennende Bart des 41-Jährigen. Nicht ohne Grund geht die Feuerballshow derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Am Ende hatte Masada Glück. Er konnte die Flammen alleine löschen und erlitt außer ein paar Verbrennungen keine größeren Verletzungen. Und seine Feuereinlage wurde sogar noch mit einer Nebelshow garniert. Wir lernen also, das Feuerspucken sollte man den Profis überlassen.